Hallo ihr Lieben! Hallo! Heute mal ein ganz ungewohnter Anblick. Wir sitzen im Auto. Ja! Wir machen uns jetzt auf zum Magic Park Pferden. Das ist ein Freizeitpark hier bei uns in der Nähe, knapp 20 Minuten entfernt. Und der Park hat leider aktuell auch geschlossen. Aber die haben sich aktuell was ganz Besonderes für ihre Gäste einfallen lassen. Und das wollen wir heute mal austesten. Und dann haben wir noch eine kleine Verabredung mit der Geschäftsführung, mit dem Bastian Lampe. Und ja, jetzt geht's erstmal los und bis dann. So, wir sind jetzt beim Magic Park angekommen und ihr seht hinter uns hier so eine kleine Bude, denn hier kann man jetzt momentan Hähnchen und Currywurst-Pommes oder Eis zum Mitnehmen bekommen und finden wir das eine coole Idee, oder? Yes. Um an das leckere Hähnchen bzw. an die warmen Speisen dran zu kommen, ruft ihr einfach vorher an. Die Nummer packen wir euch auch direkt mit in die Infobox. Kurz danach könnt ihr direkt zum Park kommen und über den Drive-In das Essen an Ritterrost, Brutzel, Butze abholen. Wichtig ist, der Verzehr vor Ort ist nicht gestattet. Da muss ein Mindestabstand von 50 Metern eingehalten werden. Als Fußgänger kann man aber auch ein Eis oder Getränke vor Ort bestellen und einfach mitnehmen. Zahlen könnt ihr dann per EC-Karte oder in Bar. Wir sind jetzt beim Magic Park angekommen und der Bastian Lampe hat sich für uns Zeit genommen. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, dann nicht wieder, bitteschön. Und möchtest du uns vielleicht ein bisschen was erzählen zu dir oder zum Magic Park? Genau, also wir sind hier im Magic Park in Pferden, direkt an der A27. Mein Name ist Bastian Lampe, bin hier seit Februar Geschäftsführer und bin gleich mit einer etwas interessanten wirtschaftlichen Situation konfrontiert worden, die wir gerade versuchen zu meistern. Ja, und um das zu tun, haben wir hier diese herrliche Bude aufgebaut, die eigentlich im Park steht. Und dort gibt es ganz leckere Hähnchen. Das sollte eigentlich sozusagen eine Neuheit für die Saison 2020 werden. Ist jetzt auch geworden, nur eben vorm Park und nicht im Park. Naja, dann mal tauen. Also Hähnchen essen kommen, ne? Alle herzlich willkommen, wir haben jeden Tag auf. Und die Hähnchen, die sind schon ein bisschen außergewöhnlich und alle, die es gegessen haben, sind eigentlich ein bisschen begeistert, weil das ein neues Geschmackserlebnis zum Thema Hähnchen ist. Ganz traditionell, ein bestimmt bald 100 Jahre altes Rezept, was wir hier wieder ausgegraben haben. Also vorbeikommen und mal lecker Hähnchen futtern. Gibt auch Currywurst für die, die kein Hähnchen mögen. Genau, und was macht ihr jetzt aktuell in der Zwischenzeit im Park? Passiert da ein bisschen was? Oder? Ja, der Park ist jetzt so ein bisschen eingefroren, sage ich mal. Wir haben also bis letzte Woche noch voll gearbeitet, um auch die TÜV-Prüfungen durchzuziehen. Weil wir ja hoffen, dass es dann demnächst mal losgeht. Und wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich zu Terminschwierigkeiten gekommen. Naja, jetzt sind wir so ein bisschen am Erhalten, machen so ganz kleine Geschichten, die man immer schon mal machen wollte, so nach dem Motto, jetzt hat man mal Zeit. Aber andersrum müssen wir bei den Kosten halt extrem gucken, weil wir eben nicht wissen, wann es wieder losgeht. Und wir müssen bei den Kosten sehen, dass der Berg, der nachher sozusagen zu bewältigen ist, nicht zu groß wird. Also wir machen eigentlich fast nichts im Park. Ja. Und was jetzt natürlich auch, was die Gäste sich fragen, was passiert mit den laufenden Saisonkarten? Die laufenden Saisonkarten, die werden umgelandet in Jahreskarten und die Gültigkeit 365 Tage startet dann am Tag der Wiedereröffnung. Genau, und laufende Jahreskarten, die jetzt quasi unplanmäßig nicht genutzt werden können, werden um die Tage, die wir dann geschlossen hatten, einfach verlängert. Super, ja. Das
war schon an Fragen. Ja. Vielen Dank für die Zeit und bitteschön. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ja, wenn wir dürfen. Natürlich, also zum Hähnchenessen jederzeit und ansonsten, wenn wir wieder aufwarten. Super, vielen Dank. Alles klar. So, wir haben uns jetzt was zu essen gegönnt von der Bude. Jo. War lecker, ne? Du hattest das Hähnchen, lecker, ja. Ich hatte Currywurst mit Pommes. Das hat wirklich lecker geschmeckt. Also die Sachen gibt es also später. Es ist auch wirklich sehr schön gewürzt. Also wirklich, also es ist wirklich mal was anderes. Also genau, und das kann man später auch, wenn der Park dann öffnet, kann man das auch im Park essen. Also wir haben ja schon viel Freizeitpacke Essen gegessen. War lecker. Wir waren nicht das letzte Mal, aber wir kommen öfter zum Essen. Jetzt machen wir noch einen kleinen Rundgang hier durch außenrum vom Park. Genau, gehen wir ein bisschen durch den Wald und dann düsen wir auch bald nach Hause. Genau. Genau. Ich wollte noch was Kleines sagen zum Park. Also ich war als Kind schon früher öfters hier. Ich glaube, Marcel, du warst noch nicht hier, ne? Doch, gerade eben. Ja. Nein, Marcel hat den Park noch nie besucht. Ich halt als Kind, also es ist halt ein Familienpark, auch gerade für kleinere Kinder, weil gerade was ich auch so toll finde, ist hier der Märchenwald und wir sind gespannt, wenn der Park wieder aufmacht, wollen wir uns das Ganze mal angucken, was hier so, wie das hier noch so aussieht und was so passiert und ich bin auf jeden Fall echt gespannt und ja, dann zeigen wir euch natürlich auch ein paar Impressionen. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Das war mal ein schönes Erlebnis, so am Sonntag. Sind wir mal wieder rausgekommen, haben lecker gegessen und ja, also wir finden, das ist eine richtig, richtig schöne Idee. Und so kann man vor allem auch aktuell die Parks vielleicht ein bisschen unterstützen. Ist eine schöne Möglichkeit. Man kommt mal kurz mit dem Auto raus oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad und kriegt was Leckeres zu essen und kann dadurch halt den Park unterstützen. Gerade hier auch in der Gegend ist ein kleiner Familienpark aus der Region. Das liegt uns natürlich am Herzen. Gerade ich, wo ich auch als Kind hier war. Und na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin passt auf euch auf und bis bald. Tschüss. Tschüss.